Ja, ein Hallo in die Runde. Hier zur Corona-Zeit bin ich mal unterm Rathaus bei der Eva Maria. Die Künstler, denen geht es ja richtig schlecht und deswegen frage ich heute mal hier im Fettnäpfchen, wie es unserer Eva geht. Eva, ich grüße dich erstmal. Dankeschön, dass du extra heute reingekommen bist wegen uns. Wie geht's dir? So eine blöde Frage, aber was soll ich mal sagen? Was soll ich sagen dazu? Die Frage ist wirklich bescheuert und ich kann zurückgeben, was soll ich sagen dazu? Also eigentlich normalerweise geht es mir gut. Aber ja, wenn wir nur wüssten, wann wir wieder anfangen können zu arbeiten. Ne? Also das ist eigentlich das Problem, weil das es so ist, wie es ist, ja. Aber man muss ja nun irgendwann mal eine Aussicht haben. Und vor allen Dingen nicht nur die Aussicht mit einem Datum, man muss sich ja auch dann darauf vorbereiten können. Also selbst wenn jetzt Intendanten und Kultusminister sagt, ja gut, bis Ende März, ja, ist dann Ende März, aber dann kommt doch schon wieder der Nächste und sagt, das heißt doch noch lange nicht, dass es dann im April losgehen kann. Ja, bitte, was denn nun? Ich meine, das sind jetzt noch, der 4 Wochen März, das sind noch 5, das wären noch 6 Wochen. Ich meine, man muss ja irgendwann auch mal anfangen, Karten zu verkaufen, wenn man denn wieder spielen könnte. Sagen wir mal Ostern, aber es glaubt eigentlich keiner dran. Aber nichtsdestotrotz, wir machen trotzdem ein neues Stück. Das ist jetzt so meine Frage. Ihr übt, ihr trainiert, da hätte ich beinahe gesagt, nein, ihr probt ein neues Stück. Wir durften auch schon mal reinsehen und reinhören. Wir werden es auch im Anschluss zeigen, was du hier auf der Bühne gezaubert hast. Wie macht ihr das jetzt während der Corona-Zeit, wenn ihr keinen Termin habt, sage ich jetzt mal? Es kann ja alles schon wieder für den Topf sein, sage ich mal. Naja, man weiß es natürlich nicht. Ne? Ich meine, gut, was wir jetzt noch vorbereiten, das soll sich dann nicht unbedingt mit Corona beschäftigen. Denn ich denke, auch wenn es dann irgendwann wieder losgeht, es will wahrscheinlich noch keiner mehr was von Corona wissen. Ne? Also wir wollen dann noch ganz neu, wollen wir machen ein Programm mit sehr viel Musik. Da soll es ums Reisen gehen. Und wenn man sich das mal überlegt, ne? Also als gelernter DDR-Bürger, konnte man nicht reisen. Jetzt befindet man sich in derselben Situation. Ne? Ich meine, da gibt es ja nicht umsonst aus den sozialen Medien dieses schöne Wort, vor der Honecker sagt, so, da könnt ihr also jetzt nur noch 15 Kilometer reisen. Ne? Ich meine, das wiederholt sich irgendwie alles, aber wir denken, dass das vielleicht, ohne dass man Corona erwähnt, aber dass diese Parallelen vielleicht doch ganz interessant sind. Jetzt haben ja so die verschiedensten Minister in Berlin die Bazooka rausgeholt und haben euch versprochen, ihr kriegt diese Hilfe und ihr kriegt diese Hilfe. Von vielen Künstlern weiß ich, schön wär's gewesen. Wie sieht's bei euch aus? Ja, also wir haben bis jetzt noch nicht viel von Hilfe gekriegt. Wir haben natürlich erstmal logischerweise einen Kredit aufgenommen, um überhaupt so weit zu kommen. So, jetzt haben wir die Novemberhilfe, die haben wir also jetzt Anfang Februar gekriegt. So, und jetzt haben wir auch den ersten Teil von der Dezember, von dem Rest der Dezemberhilfe ist weit und breit noch nicht zu sehen. Werden wir sehen, aber das Problem ist ja auch, wie, du weißt ja gar nicht, es sagt dir ja auch kein Mensch, darfst du dir eigentlich davon Brot kaufen oder steht das unter Strafe, weil du dann alles zurückzahlen musst. Aber ich glaube, das wissen die selber nicht. Also so richtigen Plan hat da keiner, die weiß auch nicht, die haben da keinen Durchblick. Mann. Du sagtest schon im Vorgespräch, wir haben ja wenigstens ein kleines Vorgespräch geführt, wie war das, wenn wir eine Ministerin haben, die, wie war das? Ach, na, ja, ich meine, wir haben eine, wenn wir überlegen, meine, wir haben eine Wissenschafts- und Bildungsministerin, ja, was wollen wir denn auch von der erwarten, wenn die eigentlich nicht weiter ist als eine Hotelfachfrau mit Fernstudium? So, da kannst du doch auch nicht, kannst du auch keinen Plan erwarten. Ist doch unglaublich. Also wir drücken die Daumen, meine Kamerafrau und ich, dass wir diese Corona-Zeit endlich zu Ende ist. Irgendwann hat man auch die Faxen dicke. Und dass ihr wieder spielen könnt, gibt es denn dieses Jahr geplant nur hier im Fettnäpfchen oder ist auch wieder außerhalb geplant? Naja, das Problem ist, wir haben schon ganz schön viel außerhalb geplant. Und ich habe mich jetzt gerade mit der Dani unterhalten, das war vorhin, als du reinkamst. Ja, was müssen wir denn jetzt schon wieder im April canceln? Wir canceln, canceln, canceln. Wir verlegen, verlegen, verlegen.
dann geht es immer noch nicht. Jetzt haben wir schon wieder Altenburg, das Logenhaus im April, hat mir Dani gerade eröffnet. Ja, das ist auch schon wieder verlegt. Ja, bitte, was denn? Wo wollen wir denn? Teilweise sind die Termine der Veranstaltung schon zum dritten, vierten Mal verlegt. Also das nervt. Ja, Maria, es nervt uns alle. Ich danke dir für das Gespräch. Und jetzt für alle Zuschauer noch ein bisschen Spaß von unserer Eva Maria hier aus dem Fettnäpfchen. Oh, Hernsdorf, ne. Oh, bin schon ganz stapsch in Koppen. Oh, ne, dieses Corona macht den Fatsch. Egal, das Ding vor der Küche. Glaubst du? Oh, ne. Ja, und der Enkel, gell? Und der Enkel, der kommt auch nicht mehr. Ich meine, gut, das Taschengeld, das kannst du ja überweisen, das ist ja nur kein Problem, ne? Aber ich meine, und die sind aber auch so gerne zur Oma zu den Assen gekommen, gell? Ja, ne, bei Oma schmeckt's da auch am besten, gell? Und bitte, weil zwei Enkel hab ich, ne? Erzähl ich immer, gell? Die Melanie und Kevin, ne? Und die Melanie, ne? Die isst ja so gerne Buttercremetorte. Buttercremetorte mit weißen Bibusse. Aber müssen weiße Bibusse sind, ne? Schokoladenbuttercremetorte, weiße Bibusse. Und der Kevin, ach, der isst ja am liebsten Brot, gell? Brot, ne? Bämme, Fettbämme, ach, so ne Rungsen, ne? Und das Fett muss ich doch egal selber machen, ne? Sagt er, ja, Oma, du bist eine echte deutsche Fettküche, ne? Da kannst du das auch selber machen. Du, klar, kann ich's machen, gar kein Problem. Aber dann neppert das immer so in der Kirschbude. Ach, das ist immer so Rumgewärsche, aber ich meine, man macht's doch gerne, gell? Und der haut aber auch rein, der Kevin. Also, mich wundert, dass der da kein Wandstrammeln kriegt, ne? Auf was der alles neiwürchte, sau die Sorte, hä? Glaubst du es, ne? Oh, wie gesagt, ne? Ich mach's gerne, aber nur geht schon nur gerade nicht, ne? Aber das ist auch besser so, weil, wisst ihr, ich hab auch gar keine Zeit. Ich hab gar keine Zeit mehr für den Enkel, weil ich bin ja ständig unterwegs. Nee, jetzt sind die draußen bei Wind und Wetter und so. Nee, geht ja gar nicht. Ne? Außerdem hab ich das auch so im Knie. Ich hab so eine Arthrose hier im linken Knie. Ne? Und wissen Sie, was der Doktor meint? Der Doktor meint, das liegt an Alter. An Alter? Ich hab gesagt, es kann gar nicht hin mit dem Alter, gell? Das rechte Knie tut nicht weh und ist genauso alt, gell? Auf jeden Fall kann ich nun nicht mehr draußen rumlaufen, ne? Und deswegen bin ich dann doch im Internet unterwegs, ne? Wenn ich schon nicht in die Welt hinaus kann, dann bringt mir wenigstens das Internet die Welt ins Haus. Und ich sag Ihnen mal eins, das geht gleich früh morgens los, ne? Ja, weil ich hab ja so WLAN, gell? So schnurlos, ne? Und da guck ich immer gleich morgens um 8 Uhr nach, ob ich über Nacht einen neuen Freund gekriegt hab, ne? Bei Facebook, ja. Dann muss ich jetzt nicht mehr zum Tanztee bei der Volkssolidarität, ne? Und wissen Sie, ich hab schon 123 Freunde, ne? Nur Männer. Für die mickrigen drei Kerle in meinem früheren Leben, ne, da hab ich 75 Jahre gebraucht, ne, und das Theater, bis ich die immer wieder los wurde. Heute werden die einfach gelöscht, ne. Und das twitter ich dann auch immer gleich an all meine Freundinnen, ne, weil Freundinnen, ne, hab ich ja schon 173. Nee, tun Sie mal Worten, 172, weil Goldkehlchen 02 hat letzte Woche einen Abflug gemacht, gell? Naja, aber wie gesagt, ne, 172 Freunde, ne? Ja, so viel haben Sie nicht, gell? Und warum? Weil Sie nicht zwitschern.
weil sie nicht zwitschern und ich zwitscher schon den ganzen Tag. Ne? Also zwitschern, ne? Das heißt twittern auf Englisch, gern. Und wie gesagt, den ganzen Tag, ne? Seitdem mein Bubi nicht mehr da ist, ne? Nee, Bubi, das ist nicht mein Mann, nee, das war mein Wensitsch. Naja, und seitdem der nicht mehr da ist, bin ich eben jetzt auch in dem Forum, wo eben alle die sind, die keinen Wellensitz mehr haben. Ne? Und das ist schön. Da trösten wir uns immer gegenseitig und so. Und keiner zeigt dem anderen Vogel, aber hat schon keiner mehr eben. Ne? Aber so ein Tier im Netz ist eigentlich auch gar nicht schlecht, wissen Sie. Das scheißt wenigstens in der Ecken. Ne? Aber eins muss man mal sagen, deswegen gibt es auch viel Scheiß in dem Internet. Ne? Hören Sie auf. Ne? Also zum Beispiel habe ich neulich mal geguckt, haben sie sich unterhalten, was sie machen tun, damit sie ihren Ortstermin nicht verpassen. Ne? Der erste macht einen Knoten im Kalender, der zweite lässt seine Frau egal rufen, der nächste bitte, ne? Und der dritte übernachtet gleich im Wartezimmer. Und als ich alles gelesen hatte, hat ich meinen Arzttermin auch verpasst. Und deswegen ist es wichtig, dass man Struktur in sein Internet bringt. Wissen Sie? Struktur. Ne? Und das mache ich jetzt. Und das geht gleich an Montag los. An Montag ist jetzt immer mein Online-Shopping-Tag. Ne? Da kann ich im Internet einkaufen. Gell? Und ich gehe auch gleich früh morgens los, gleich um 8 Uhr, wenn sie aufmachen. Ne? Und dann gehe ich erst einmal hier zu Kittenschürze online. Dann gehe ich noch zu Bluse 24, Mr. Strumpfhose. Und abends würde ich wohl beorte Use. Nee, rein informativ, ja. So. Und dann kommt der Dienstag. Und am Dienstag, das ist mein Retourtag. Da schicke ich alles zurück, was ich am Montag gekauft habe. Na, die müssen das nehmen. Ne? Ich meine, wer braucht denn das ganze Zeug, ne? Was alles gibt? Na, ich brauche das auch nicht. Ich wollte bloß immer gucken. Ne? Und die Shops müssen das nehmen. Hm? Habe ich mit meiner großen Lupe das kleine Gedruckte gelesen. Ja. Und wenn sie es nicht nehmen tun, da habe ich gleich ein Thema für den Mittwoch. Da bin ich immer bei Rechtsanwalt. Nein, danke. Da geben wir uns Tipps zur Selbstjustiz. So, und dann kommt schon der Donnerstag und das ist ein schöner Tag. Ah, das ist ein schöner Tag, da bin ich immer bei Fuck You Nachbarn. Da tauschen wir uns aus, wie wir unsere Nachbarn ärgern können. Dann müssen wir mal wieder leben, in den Hausflur kommen, gell? Und da hab ich der dicken Lehmann von oben aus dem Vierten, ne, hab ich Juckpulver und Briefkasten geschüttet. Oh, das war ich bloß. Ne. Na, da kommt die, holt die Post raus, ne, und dann fängt sie erst schon mal an zu bläken. Gell, und dann fängt sie an, sich zu schauen. Ne, und dann wollen sie wahrscheinlich hoch die Hände waschen. Ne, und nun ist die Oberschale so dicke. Ne, und 4 Treppen. Ach, die hat gepustet. Die wusste gar nicht, was sie zuerst machen sollte. Bläken, pusten oder schauen. Gell. Und als sie oben ankommt, fast an der Türklinke ist sie kleben geblieben. Wohl hat sie die mit Leim eingeschmiert. Ach, das war herrlich. Ne? Aber jedenfalls, die war nicht sauer. Hat mich ja überrascht. Ne? Sie hat es mir nicht übel genommen. Sie hat mich dann am nächsten Tag eingeladen, noch zu einem selbstgebackenen Käsekuchen. Ne? Ich meine, ich esse auch okay Käsekuchen. Ne? Aber habe ich auch gesagt, und nächsten Tag, Freitag, ich sage, nee, Frau Lehmann, Freitag geht ja gar nicht. Ne? Weil Freitag, da spricht ja immer im Internet so zerzauster Professor über die Gefahren des Internets für die älteren Mitbürger. Das gucke ich mir immer an. Ne? Weil ich meine, mich interessiert ja nicht, ne? Ist ja nur für Ältere, gell? Und ich bin doch nicht alt, oder? Aber ich habe mir von der Lehmann das Rezept für einen Käsekuchen geben lassen. Ne? Und wenn nächstes Mal die Melanie kommt, da gibt es Schokoladen-Buttercreme-Torte mit weißen Bibusse und
Käsekuchen mach ich auch ein paar Püppusse drauf, gell?